Hallo und herzlich willkommen zu einem Let's Play von Train Simulator 2016. Ich habe es mir neulich gekauft, als es vergünstigt war. Es hat 7 € gekostet. Wir haben jetzt beschlossen, auch Train Simulator Videos auf unserem Kanal hochzuladen, weil wir darauf angesprochen worden sind. Ich fahre jetzt dann einfach mal los. Also, es ist eine relativ schwere Mission. Also, schwer würde ich jetzt nicht sagen. Also, aber schon der gelbe Bereich und wir probieren es jetzt einfach mal. Wie gesagt, wir sind fast spät in der Zugfolge, trotzdem pünktlich in Bonn ankommen. Ich glaube, Nachtfahrt nach Köln heißt das irgendwie. Ich werde es dann auch nochmal in der Beschreibung, den Namen schreiben oder im Video, ja. Okay, ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach mal los. Achso, müsste er erst um Erlaubnis bitte, ob mir da drüber fahren kann. Das macht man mit Tab, also mit der Pfeilchen-Pfeilchen-Taste. Und jetzt Genehmigung zum Überfahren des Haltzeigenden Signals erteilt. Das bedeutet, ich gebe jetzt mal Gas. Aber nicht so viel. Ich spiele Train Simulator selber jetzt nicht so lang, also wundert euch nicht. Ich bin jetzt nicht vielleicht der Beste da in dem Game. Ja, ich probiere mein Bestes. Also, wie schnell wir waren? 40. Ui. Donnert ganz schön und blitzt hier. Oh, mit nur 30. Okay, 30. Und fahr ich 30? Sieht schön aus. Ich habe das schon mal einmal gespielt, aber das ist mir wirklich nicht gelungen, weil mir war es irgendwie zu schwer. Ich bin immer auf den Zug drauf geknallt, wo vor uns gefahren ist, wo jetzt auch vor uns fährt, wo verspätet ist und dann entgleist. Ich hoffe, das passiert mir jetzt nicht. Ich werde mein Bestes versuchen, wie gesagt. Ja, so ein Zug ist es nämlich. Muss ich notbremsen, aber das gefällt mir nicht. Das gibt dann Abzug. So. Okay, ich bleibe jetzt mal gleich hier halte. Da sieht man den Bahnhof. Da muss man halte bleiben. Ja, falls ihr euch fragt, was das ist, das sind die Signale. 0 bedeutet 0 Kilometer, 14 bedeutet, glaube ich, 140 Meter. Ja, dürfte es sein. Und es sind also Meteranzeige, also Kilometer eher. Und das sind halt Signale. Dann da Bahnhöfe. Jetzt sind wir gerade in Köln, Hauptbahnhof, Bahnsteig 9. Ich kann mal in die Außenaussicht gehen, es stürmt ganz schön da draußen. Ich hoffe, ich schaffe diesmal diese Mission. Das wäre schon echt schade. Sogar Deutsche Bahn Werbung. Ich habe mir auch die S-Bahn gekauft, das Pack. Und zwar alles billiger. Ich glaube nur 12 € für das Ganze bezahlt mit ICE-Pack und ich weil da auch mal mit dem ICE fahre und das wird dann in der nächsten Folge sein. So, ich glaube die Türe schließe jetzt auch gleich von meinem zu. Ah genau, hier sieht man, wann die Tür schließt. Wenn diese Anzeige voll ist, darf man weiterfahren. Also die Türe schließt sich automatisch. Sehr logisch eigentlich. Bonn Hauptbahnhof, ja, da fahren wir hin. Ups. Das ist das Vordere von dem Zug, also recht schön. Einfach eigentlich gestaltet. Wie heißt einfach? Also einfach zu bedienen ist er. Finde ich jetzt. Die Passagiere sind nun zugestiegen, sie dürfen nun abfahren. Na, gerne mache ich das. So. Also in
130 Meter kommt unser Signal, jetzt sind es 120 Meter. Dann muss ich drauf gucken, sind es überhaupt 100 Meter? Oh Gott, doch, darf schon 100 Meter sein. Ja, jetzt ist nur noch 6 Meter, wie... So grün. Also immer das Signal rechts von einem zählt. Könnt ihr aber alles, wenn ihr es kauft in der Akademie, könnt ihr da Signale durchmachen. Das dauert halt ein bisschen am Anfang, aber dann kann man alles und kann sich sicher sein, dass man hier irgendwie ein Signal falsch deutet oder irgendwo drauf rast aufeinander zu. Zum Beispiel jetzt sehe ich schon, unser Signal ist grün, nämlich das rechts oben. Grün. Also dürfen wir fahren. Hier ist 70. Weiß jetzt nicht, ob das kmh sind oder mph. Ich glaube sogar kmh, oder? Ich weiß es jetzt nicht sicher, dass ihr jetzt was Falsches denkt. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung. Muss mal noch nachlesen. Okay, die Weiche, ja, grün. 70. Beschleunige ich gern ein bisschen. Oder sogar 80, 90. Geschwindigkeitsüberschreitung, ja, ich war nur kurz drüber. Ah, in dem Spiel sind die ja schon pingelig mit der Geschwindigkeitsüberschreitung. Oh, es liegt dazu ganz schön schräg drin. So, das bedeutet, gelb bedeutet, dass das nächste Signal rot ist. Und das bedeutet, dass ich vielleicht ein bisschen aufpassen sollte, aber... Ich will ja auch pünktlich ankommen, das ist ja auch gut betont in der Aufgabestellung. Ja, und tatsächlich ist das nächste Signal rot. Geschwindigkeitsüberschreibung. Ah, nervt das nicht jetzt. Genehmigung zum Überfahren des haltzeigenden Signals erteilt. Okay. Damit dürfen wir jetzt drüber fahren. Bedeutet, der Zug ist zwar vor uns, aber noch. Ach du Scheiße, da steht er ja. Das kann nicht sein, oder? Ah doch, da fährt der Zug. Ich weiß nicht, ob ihr so gut im Video jetzt seht. Meine Aufnahmequalität ist im Moment noch nicht so gut, wie ich es gern hätte, aber... Das dürfte man gesehen haben. Verweigert, ja. Jetzt darf ich nicht mal mehr über das Signal fahren, offiziell. Ich mach's trotzdem. Sollte ich aber mal bremsen, weil da vorne ist ein Bahnsteig, da muss der Zug auch halten. Aber ihr habt es auch alle gerade gesehen, der ist jetzt gerade ein bisschen vor uns. Ich hoffe, der muss irgendwie auf eine andere Weiche jetzt abbiegen. Also ich babbel mir dem die ganze Zeit hier nicht dran, es besteht halt die Gefahr am Bahnhof, wenn ich da einfahre, bremse, nicht bremsen kann, dass mir dann im Zug hinter drauf klebe und es wäre nicht so toll. Aber ich glaube, er ist schon weggefahren. Darf ich jetzt über dieses Signal? Nein, darf ich auch nicht über dieses rote Signal da vorne fahren. Also hau ich jetzt mal volle Bremse rein. Okay, so viel, jetzt haben wir wieder eine. Und tatsächlich, da vorne steht er drin. Ach du Scheiße, da steht der Zug drin. Naja, dann müssen wir jetzt links fahren. Nee, ich glaube. Ach du Scheiße. Entschuldigung, aber... Oha. So schnell kann es gehen. Okay, ich sollte jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr bremsen. Dann schraße ich jetzt wirklich noch auf den Traum. Ja, der steht da und muss warten. So, er fährt los, ich fahre auch los.
Okay, in der Zeit, wo ich jetzt halten muss, dürfte der Zug eigentlich dann weg sein, dann dürfte es wieder passen, aber wenn er nicht abfährt, dann hole ich dann die AEA irgendwann wieder ein, wenn er halte bleibt. Das ist jetzt nicht so gut. Oh, Beförderungsqualität, warum? So, ich bleibe jetzt da mal halten, dass meine Passagiere aussteigen. Oder besser gesagt, wieder einsteige auch. Das Ganze ist jetzt schon ziemlich verzwickt. Okay, bis jetzt geht die Schwere eigentlich noch. Hallo? Ah ja, da ist eine Tür auf. Ich hab schon gedacht, ihr wollt nicht aussteigen hier, aber zum Glück doch. Ich würde sagen, ich mache jetzt einen Cut. Wenn sie eingestiegen sind, hole ich euch wieder dazu, weil das ist langweilig. Jetzt braucht man erzählen, wie Passagiere ansteigen. Also, bis gleich. Ja, willkommen zurück. Wir sind wieder bereit zur Weiterfahrt. Ich fahre jetzt auch gleich weiter. So. Kann ich ruhig ein bisschen mehr Gas geben. Perfekt. Signal ist wieder grün. Habt ihr jetzt nicht gesehen, aber das hat umgeschaltet, weil der Zug jetzt schon weiter weg ist. Oh, da dürfen wir 160 fahren. Das wird dann interessant. So. Und dann muss die Geschwindigkeit ein bisschen runtergehen dann. Das ist eine recht schöne Strecke gerade, finde ich. Berg runter, dann sollten wir ein bisschen bremsen. So. Okay. Das könnte ich dann eigentlich beschleunigen. 140, ja. So. Jetzt werden wir mal sehen, was das Ding hergibt. Jetzt habe ich auch volle Power, also mehr geht wirklich nicht. Alle Bremsen draußen. So weiterfahre, holen wir den anderen Zug wieder ein. Oder ist irgendwie mit der Weiche auf dieses Gleis hier gekommen oder auf ein anderes Gleis. Das wäre natürlich perfekt für uns. Oder für mich. Für euch wäre es vielleicht lustig, wenn ich ein Gleis, aber ich finde es gerade nicht lustig. Ja. Lustig wäre es vielleicht schon, aber ja. Ich kann ja auch mal ein extra Endgleis-Video machen. Let's Play oder nee, Let's Play vielleicht nicht, aber gerade ein Video auf Lade, wo man, wie man ein Gleis bei Train Simulator oder dämliche Stelle, wo irgendwie was komisches passiert ist oder seltsames, wo wir gefahren sind. Das kann ich auch machen. So, da ist schon der nächste Bahn. Ach, er ist schon 8 Kilometer. Ich bleibe jetzt mal auf volle Beschleunigung. Da vorne kommt gleich ein Signal. In 900 Meter oder so. Kann sein, dass wir in der Bahnhof hier gar nicht halten müssen. Oder ist es ein Bug? Das weiß ich jetzt nicht. Ja, aber wenn der erst in 6 Kilometer ist, dann kann das der hier nicht sein. So schnell kann es gehen, wenn man sich verunsichert fühlt. Ne, ich glaube, wir müssen dann nicht halten. 6 Kilometer, das kann eigentlich nicht sein. Also fege ich da jetzt einfach mal durch. Das Signal ist auch grün. Da muss ich nicht halten. So, dann fahre ich jetzt weiter. Ey, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber eigentlich nicht. Erst in 4, ne? Das war kein Fehler. Muss das so sein. Aber eigentlich ist der Bahnhof da nicht so eingezeichnet, oder? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich spiele ja nicht so lang. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt oder wisst. Wissen wäre natürlich besser als denken. Okay. Grünes Signal, perfekt.
dann drive ich da mal durch. So, ich war noch gar nicht in der Außenansicht heute vor lauter Stress. Ja, so sieht es aus, wenn unser Zug da vorbei rast. Jo, recht witzig. So, geht wieder in die Innenansicht. Das geht dann natürlich auch diese Ansicht von den Passagieren aus. Schade finde ich, dass da kein Mensch drin hockt oder dass sie auch irgendwie die Passagiere immer so in den Zug beamt werden und nicht wirklich da reinlaufen. So, also ein bisschen beschleunigen kann ich noch. Mir ist auch schon mal passiert, dass ich statt die Bremse das Gas reingehauen habe am Bahnsteig. Ich habe mich gewundert, ob der dann abbremst, wo ich so auf 100% war. Das kann man sich natürlich dann denken. Das war ein bisschen blöd. Aber so ist es halt am Anfang. Nicht jeder ist der geborene Zugfahrer. So. Soll ich rasch mal ein bisschen bremsen? Rasch noch ein bisschen mehr bremsen. Ah, nicht so viel, dann meckert da wieder. Radschlupf, was es auch immer ist. Ah ja, wenn das Rad so durchdreht, wahrscheinlich. Okay, aber wir sind immer noch positiv. Diese Bremse kann ich leider ein bisschen mehr rein. Ah, Radschlupf, mega nett. So, jetzt kann ich noch ein bisschen mehr Bremsung rein. Oh, 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 das war jetzt schlecht. Boah, jetzt kann ich mal wieder. Ja, sorry. Mecker, der ist nicht immer so schlecht hingehalten. So, aussteigen. Oh Gott. Wo stehen wir jetzt gerade? Nicht am Bahnsteig, oder? Ah doch. Ach so, ich bin so weit da drüber gefahren. Oder mal an sich 2. Ah, es geht. Können sie aussteigen, muss halt bloß ein bisschen vorlaufen. Und dafür sind wir pünktlich, das gibt dann mehr Bonus, als ich jetzt verloren habe, hoffe ich. Durch diese Vollbremsung. Das Spiel gefällt mir eigentlich recht gut. Die Grafik ist in Ordnung, muss man sagen. Ich glaube, es ist auch volle Grafik hier, also mehr kann man nicht rausholen. Außer vielleicht mit einer Krakra, aber so. Eigentlich nicht. Also Schatten sind auch schön gemacht. Gut, es ist anstrengend, ich weiß. Ich habe auch selber schon mal angefangen, ein Spiel zu machen, wenn man dann so viel programmieren muss oder besser gesagt nur pflanzen muss. Es ist viel Arbeit, zum Beispiel auch so Parkplätze oder so Gebäude im Hintergrund. Das schätzt man erstmal gar nicht so, aber das ist alles Arbeit und so eine lange Strecke zu machen. Die werden auch gut dafür bezahlt, das muss man sagen. Wenn sie sich ruhig ein bisschen anstrengen. War echt schön gemacht. Das Spiel selbst ist ja nicht so gut bewertet. Ich würde sagen, ich wäre ein bisschen enttäuscht, hätte ich es für 35 Euro gekauft, aber ich habe es für 6 gekriegt. Und ja, 6 Euro. Ja. Für den Preis kann man echt nicht meckern. Jetzt sogar die Regentropfe jetzt dort drauf. So, sieht so aus, als ob der Sturm zunimmt. Zum Glück sind wir gleich an unserem Ziel geworden. Ja, das hört sich gut an. So, ich habe jetzt anderen nichts mehr von dem vorderen Zug gesehen, der vorne dran war. Ich denke, der ist weg. Hoffe ich. Also diese Mission hier macht echt Spaß. Ich weiß nicht, ob es Mission heißt. Oh, ja, sieht man richtig wie die Regentropfe. Ja, der Sturm nimmt, der Sturm nimmt wirklich richtig zu. Und da kommt ein Herr Kollege, jetzt hub ich mal. Aber Kerl hat auch so einen Scheiß zu fahren wie ich. Ja, Entschuldigung, der Scheiß. Ja, okay. Ich gebe jetzt einfach mal noch mehr. Aua, ich bin dafür 160 fahre. Signal ist auch grün. Demher fahre ich jetzt einfach mal ein bisschen schneller.
Oh ja, der Sturm nimmt wirklich zu. Ich sehe ja schon fast gar nichts mehr von lauter Regentropfen. Das ist ja schlimm. Okay. Jetzt beschleunigt er richtig. Grünes Signal, also ich denke, der Zug ist jetzt auf irgendeine andere Weiche abgebogen, auf einer anderen Strecke. Wir müssen uns jetzt nicht mehr hinter dem herflogen, oder ist einfach schneller als mir, aber wir sind schon pünktlich, von dem her dürfte es so hinhauen. Das ist unser Aufgabenplan, ja. Wir müssen wirklich nicht mehr viel fahren. Noch eine Station. Dann haben wir es geschafft. Wie gesagt, im nächsten Let's Play werde ich den ICE nehmen. Dann rasen wir mal mit 380 durch die Gegend. Nicht nur mit 160, das ist dann auch mal wieder ein Unterschied. Große. Macht sehr viel Spaß. Wenn ihr euch das Spiel auch holen wollt, macht es wirklich, wenn es Rabatt gibt oder falls ihr einen Gutschein noch übrig habt, weil sonst weiß ich nicht, ob es lohnt, sonst könntet ihr vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Außer ihr seid natürlich volle Zugfans, wollt es unbedingt, dann holt es euch, macht echt Spaß, lohnt sich für euch. Aber sonst, wenn man es nur abends ein bisschen spielen will, ja, dann lohnt sich das nicht. War jetzt schon fast 160, ja. Das Blöde ist halt, dass die Geschwindigkeitsüberschreitung so viel abgezogen kriegt. Weiß nicht mal, woher die Leute es wissen sollen, dass ich Geschwindigkeitsüberschreitung mache, aber egal. Wenn man nur ein bisschen zu schnell fährt, kriegt man auch abgezogen, das finde ich nicht so toll. Okay, okay, wir sind jetzt gleich am Ziel. Sind wir am Ziel? Ah, in 10 Kilometer. Bleibe ich jetzt noch ein bisschen auf dem Gas. So. Und ich würde sagen, jetzt sieht man irgendwann mal viel von der Welt. Ich denke jetzt, dass nicht mal allzu viel Spannendes passiert. Also ich mache jetzt einen Cut und schalte wieder ein, falls was Spannendes vor mir ist oder falls ich am Bahnhof bin. Also dann bis gleich. So, willkommen zurück. Wie ihr seht, ist nichts mehr Spannendes passiert. Wir sind jetzt gleich am Bahnhof. Ich bremse, passiert, dass ich wieder drüber Radschlupf. Was will der denn? Dann machen wir mal einen Sandstreuer. So. Dann dürfte es keinen Radschlupf mehr geben. Ich sehe nicht echt nicht, was er hat. Geschwindigkeitsüberschreitung, ja, ich weiß, wenn ich nicht bremsen kann. Okay, es ist ganz schön blöd. Der Schluss ist echt blöd, tut mir leid. Sind mir voll ins Minus geraten, ich war so schön im Plus. Ach man, das ärgert jetzt. Okay, egal jetzt. Liegt wohl am Regen, dass ich nicht bremsen konnte jetzt mehr. Ist ärgerlich. Radschlupf, warum? Ich bremse doch ganz sachte. Nicht meine Welt hier. Okay, ich bleib jetzt einfach halte. Ich bin froh, dass ich jetzt rum hab. So. Lass ich jetzt aussteigen. Wenigstens bin ich pünktlich. Aber das ist ärgerlich jetzt, dass es so kommen musste.
Weiß jetzt auch nicht, woran das liegt. Ob es mein Fehler war, ja wahrscheinlich schon. Oder ob es ein Bug war. Railworks. Okay. Ich schließe das Szenario jetzt ab. Dann, bis zum nächsten Mal. Also da fahre ich dann mit dem ICE. Oder vielleicht auch mein Kollege, also mein richtiger Kollege von Flashit LP, nämlich Luca. Der wird vielleicht auch noch ein paar Train Simulator Videos machen oder Train Simulator Videos oder Let's Plays, besser gesagt. Ja, wenn es euch gefallen hat, auch mit den Cuts, ob ihr das so wollt oder ob ich durchlaufen lassen soll, aber ich denke, es wird dann zu lang, dann seht ihr nämlich immer das Gleiche. Und ja, jetzt ist hier noch das Szenario abgeschlossen. Gut gemacht, trotzdem schlechtem Wetter wurde ihre Fahrt nur wenig beeinflusst, ja von allen wenig. Und sie sind in Bonn angekommen. Ah, jetzt ist nur noch minus 160, es geht. So. Also ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ja, tschüss.